Aber ich will noch Rumpel im Auge behalten. Gerade. Oh, das ist ja super. Herzlichen Glückwunsch. Die gute Leistung von Gronkh hat Ihnen einen Bonus, von 588 Simoleons und eine Beförderung eingebracht. Er ist nun Truppenleiter, Alter. Je höher der Rang, desto höher die Anforderung als Truppenleiter. Haben deine Untergebenen vor dir zu salutieren und sich... Das wäre eigentlich was für Rumpel. Wenn ich den jetzt als Sim gemacht hätte, das wäre 100 pro was für Rumpel, aber naja, habe ich euch erklärt. Warum ich das nicht gemacht habe. Oder? Weiß ich gar nicht. Naja. was haben deine Unter... Was? Wir haben den Untergang vor dir zu... Achso. Und sich anständig zu benehmen. Allerdings ist es gar nicht so einfach, sich den nötigen Respekt zu verschaffen. Trainiere hart, motiviere deine Männer und sorge dafür, dass deine Vorgesetzten deinen Namen kennen, wenn du die nächste Beförderung, ansteht. Gronkh verdient nun 94 Simoleons in der Stunde und arbeitet von 7 bis 14 Uhr. Das ist ja super. Nicht, dass er irgendwann noch verabgeschossen wird, ne? Also, ja. Weil dann müsste ich demnächst ein bisschen öfter abspeichern, weil das will ich nicht. Dann gebe ich ihm auch eine andere Arbeit auf jeden Fall. Zwar muss er sich dann wieder hocharbeiten, aber... Naja. Kann ja eigentlich schon... Ah, ist noch nicht ganz hoch. Okay. Anschmiegen und so, das machen sie ja gleich noch. Was? Oh Mann, schon wieder hier. Gronkh ist ein Arbeitsplatz befördert worden. Er wird sich auch... Das kennen wir doch schon. Nervt. So. Weiter geht's. Ist fast voll. Na. Da fehlt nicht mehr viel, also... Das ist schon mal gut. Freundlich. Anschmiegen. Dann können sie noch ein bisschen spielen. Und dann mal gucken. Bald habe ich die... Nein! Oh, lass doch den Rumpel jetzt nicht schon wieder im Regen stehen, Alter. Das ist doch blöd. Achso, Gronkh, die habe ich ja ganz vergessen. Du stehst hier rum und stehst stramm quasi in deiner Kluft. Ja, dann kannst du auch... Oh, Waffeln sind alle, das ist gut, dann kann er mal Hot Dogs essen. Ja, du bist müde, Alter, dann fress erstmal was. Nicht, dass du da im Schlaf quasi verhungerst. Das will ich ja nicht. Sag mal, was geht mit Lissy nicht? Wir sollen doch spielen, Mensch. Was macht denn die Alte da? Ach, Vita Alto. Warte,
Dazu sage ich lieber nichts. Ich weiß auch nicht. So habe ich Lissy doch nicht entzogen, Alter. Das wäre was für Rumpel, aber nicht für Lissy. Wie nur, dass sie das trinkt. Das, ja. Halt. Ronk. Du. Alter, du bist so im Arsch. Alter, gib hin. Der Wall ist noch arbeiten. Der kann auch wieder hart arbeiten einfach. Weil, ja, sieht eigentlich ganz gut aus alles. Rumpel! Wo ist denn die... Wo sieht die sich schon wieder? Ach, da. Was? Hallo, du sollst doch mit Lissy interagieren. Was geht? Ist die schon voll? Freunden? Anschmiegen? Freunden? Kontakt knüpfen? Freunden? Bisschen lösen. Die müsste doch schon fast so weit sein. Was macht die denn da? Was macht die denn? Oder was machen die denn jetzt? Ja, gehen wir auf den Flur. Zum... Weiß ich nicht. Oder müssen die denn... Oder muss ich da das Dingshäuschen da anklicken? Ich... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hier hinlegen, hier schlafen, so blöd. Das ist ja blöd, aber... Weil die ist ja voll jetzt. Also... Muss ja eigentlich gehen. Weil die müsste ich das ja eigentlich machen können schon. Kann man auch nichts machen? Wieso kann ich denn nicht mit Lissy einfach mal... Ich weiß es nicht. Das ist doch blöd. Wie kann man das denn machen? Der ist doch voll jetzt hier, der Balken. Verstehe ich nicht. Wie soll man das denn machen? Bei Spielen weiß ich... Bei Spielen ist es ja nicht, ne? Ich weiß auch nicht, ob die in einer Familie sein müssen, damit die das können. Rumblödeln. Ich habe keine Ahnung. Ich. Wieso will der das? Ist das schon? Alter. Ja, danach wird er mal noch. Kann er ja eigentlich mal nach Hause, ne? Wieso geht das denn nicht?
Wenn ich muss ich der noch mal eine Freundin erstellen oder so. Ich keine Ahnung. Oder ich mache das mein Haushalt einfach. Wäre schon nicht schlecht. Das müsste doch gehen, oder nicht? Ich hab doch keine Ahnung. Nein. Hier kann man noch nichts machen. Dann gehst du mal einfach mal nach Hause. Das ist so blöd. Der pennt erstmal allerdings bei der Arbeit. Das ist auch kacke. Was mache ich denn jetzt? Erstelle ich für Fall vom Stuhl ist noch ein Hund. Wäre ich glatt mal versucht, weil ich das ja zeigen möchte. Bei Fremden geht das komischerweise nicht. Weil jetzt kann ich es ja eigentlich sagen. Eigentlich wollte ich ja mit den Rumpel mit Lissi ein bisschen Liebe machen lassen. Dass der Fall vom Stuhlhaushalt oder das... Ja... dass der Gronkhaushalt mal auch mal ein paar Welpis hat oder so, aber ich weiß es nicht. Vielleicht geht das nur mit Wuffis, die man in einem Haushalt hat. 1008 Simoleons, Alter! Was hat denn der gemacht? Hat er mit dem Chef geschlafen? Heute ist ein Mega-Essen übrig geblieben. Och nö, nicht schon wieder. Das wird doch schlecht. Eine Menge Essen übrig geblieben. Dein Chef hat dir eine extra Portion Kekse. Ach, Kekse. Na, das ist ja super. Sieh den Inventar deiner Sims nach. Saraz hat den Tag wohl verbracht. Saraz hat 461 Simons verdient. Glückwunsch, als Belohnung für deine Beförderung zum Küchenkonditor erhältst du folgendes. Zerhacklung 2000X. Was? Die zu Hause dein Familieninventar nach. Das ist ja super. Was der Walle alles geschenkt kriegt, der noch auch noch Gehaltserhöhung und. Alter. Den geht's ja richtig gut gerade. Jetzt den Gemusch, die gute Leistung hat. Sarah hat ihm einen Bonus von 1080 Bonus eine Beförderung eingebracht. Er ist ein König-Konditor, ja. Nachdem du unzählige Rezepte mit herzhaften und fleischigen Zutaten zubereitet hast, ist es nun an der Zeit, die süße Seite der Küche, der Tag des Küchenkonditors ist mit köstlichen Lagerflocken des Herz und zuckersüßen Törtchen ausgefüllt. Ach, was? Ah, das Dreck auf dem Monitor, scheiße. Mach's auch mal. Locker flockigen Desserts und zuckersüßen Törtchen ausgefüllt. Ach, welch ein Genuss. Wenn du immer schön fleißig Teig ausrollst, dann kommt auch deine Karriere ins Rollen. Ja. Da roll ich gleich vor Freude. Ah! Sarazar fiel um 180 Monats in der Stunde und Arbeit von 15 bis 20.30 Uhr. Na, das ist ja super. Ich weiß nicht, ob ich Haushalt jetzt wechseln soll, weil, oder ich würde gerne wechseln wieder, weil dann würde ich wieder zu Mutti und mir und was weiß ich nicht alles und dann könnte ich ja so viel machen und gut, das machen wir auch mal. Dann speichere ich erstmal.
speichern. Das werde ich ja skippen. Bis gleich. So. Ja, dann werden wir mal Stadt bearbeiten. Ja. Erstelle einen Haushalt, würde ich mal sagen. Jupp. Weil den werde ich noch einen Wuffi erstellen und den in den Haushalt vor den Fall vom Stuhl klöppeln. Und dann. Jo. Wuffi erstellen. Jupp. Was werden wir gleich machen, weil ich noch wieder so eine kleine Raucherpause machen und mir überlegen, was für ein Hund das überhaupt werden soll, wie der aussehen soll, etc. Und ja, bis gleich, Leute. So, für eine Rasse habe ich mich schon mal entschieden, das ist super. Ja, Grundlagen kenne ich ja, Alter, Erwachsener, auch super. Name mache ich nachher. Da mir konzentrieren muss, werde ich auch wahrscheinlich ein bisschen leiser sprechen. Ja, Form. Ich kümmere mich erstmal um die Form, weil das ist ein bisschen besser. Mich erst ums Gesicht kümmern. Der sieht aus wie ein Chinese, Alter, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht. Ohren drehen. Eigentlich war das schon super so. Man sieht ja eigentlich auch schon super aus von den Ohren her. So. Ohrenbreite. Ohrenspannung. Er sieht aus wie ein Hase. Naja, das ist. Lass ich mal. Ich will es mal spannend machen. Ah. Ohrenform. Ne, so schon richtig. Kannst einen mit erstechen mit den Ohren einfach. Naja. Spitzwinkel? Nee. Ohrenposition höher. Fledermaus, Batman! Ja. Ja, lass ich mal. Ohrengröße, ja, rein schon ganz gut so. Ja, so ist gut. Mir gefällt das Gesicht noch nicht, ganz ehrlich. Nicht. So, nochmal Augen. Blaue Augen wären ja auch super eigentlich. Passt gar nicht. Grau passt auch nicht. Braun ist besser. Augenbrauenbreite. Augentiefe. Augen drehen. Keiner hat mich lieb.
Augenabstand. Augenbrauen höher. No, das war eigentlich ganz gut. Augenbrauen tiefe. Na, so ist es schon besser. Augenbrauen tiefe hatte ich ja eigentlich. Augenhöhe. Ist eigentlich schon super. Augengröße. Boah, Monsteraugen. Ich sehe dich. Alter. Das ist bestimmt der Hund von der NSA, ey. Ganz ehrlich. Der sieht alles. Alter. Oh, die Mini-Augen. Groß jetzt auch nicht. So ist eigentlich ja super. Jo. Das ist schon mal super. Schnauzenbreite. Was? Schnauzenhöhe Form. Schnauzenhöhe. Schnauzenende Winkel. Boah, ich bin voll gegen der Wand gelaufen. Der sieht, wirklich aus, als wäre gegen die Wand gerannt, ey. Alter. Ja, ein bisschen zu doll, ne? Aber so ist das schon besser. Kann ja sich wieder um Stunden handeln, bis ich hier fertig bin. Alter. Das Nasenrückenhöhe. Oh, Alter, ich hab voll was auf die Schnauze gekriegt. Ah. Nasenrückentiefe. Breite.